Hallo, hier wieder in meiner Küche in Weimar. Danke für eure Geduld. Wir hatten gerade ein paar technische Probleme, die konnten wir aber bis jetzt beheben. Und wie es vielleicht im Titel schon steht, backen wir heute einen Gemüse-Obstkuchen, nämlich den Rhabarber-Himbeer-Pie. Bei uns im Verein hat es, glaube ich, ein bisschen einen Glaubenskrieg entfacht, ob Rhabarber überhaupt zum Kuchen verarbeitet werden sollte. Meiner Meinung nach ja. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht könntet ihr das in die Kommentare schreiben. Mein Mitbewohner meinte wahrscheinlich, es ist ein bisschen so wie Koriander, wo entweder Leute das absolut lieben oder absolut hassen. Und was gibt es da noch für Gerichte? Ich weiß nicht, Brokkoli vielleicht. Könnt ihr auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich backe heute den Rhabarber-Pie, Himbeer-Pie das erste Mal. Und häufig halte ich mich auch nicht an die direkten Angaben. Zum Beispiel benutze ich ein bisschen mehr Himbeeren. Ich war zu faul, TK-Himbeeren extra nochmal abzuwiegen, von 500 auf 300. Ich habe gedacht, mehr hilft mehr. Aber zuerst bereiten wir uns jetzt mal vor. Haare zu, sonst hat man lange Haare im Kuchen und das ist schrecklich. Jedoch hat man immer Haare von meiner Katze überall. Das kann ich leider nicht ändern. Ich habe auch jetzt sogar eine Schürze vorbereitet. Da sind überall Katzenhaare drauf. Beachtet sie einfach nicht. Tut so, als wäre es professionell alles. Gut. Zum Frühlingskuchen habe ich mir ein Frühlingskleid angezogen, wie ihr seht. Nur für euch. Und gut, dann versuche ich mal die Zutaten aus dem Kopf euch zu erzählen. Wenn nicht, habe ich mein kleines Smartphone in der Nähe. Gut, die Zutaten, lieber Kameramann, sind hier. Und für den Teig, den ich schon vorbereitet habe, habe ich die Zutaten nicht rausgelegt. Nämlich dafür brauchen wir 380 Gramm Mehl und 220 Gramm Butter, feinen Zucker, 4 Esslöffel, eiskaltes Wasser, 100 Milliliter. Dort hatte ich auch verschwitzt, Eis zu machen in meinem Gefrierfach. Ich habe aber so ein winziges Gefrierfach, da passt auch dann nicht noch Eis irgendwie rein. Also habe ich einfach kaltes Wasser genommen. Mal gucken, ob das überhaupt irgendwas wird mit diesem Kuchen. Im Notfall haben wir eine große Matschepampe und die wird wahrscheinlich hoffentlich schmecken. Und ein Schuss Apfelessig, genau, um den Teig noch ein bisschen knuspriger zu machen. Ich habe vor ein paar Monaten, im April, zu Ostern, habe ich ein polnisches Gebäck gemacht. Und da macht man, um den Teig knuspriger zu machen, Wodka rein. Finde ich lustig, dass man hier Apfelessig reinmacht. Ich hatte kurz überlegt, Wodka reinzumachen. Aber wir müssen ja nicht das ganze Rezept komplett ändern. Jetzt kommen wir aber zu den Zutaten, zu der Füllung. Und in der Füllung, für die Füllung brauchen wir 1 Kilogramm Rhabarber, 300 oder wie hier in dem Fall 500 Gramm Himbeeren. Ich habe auch mich für die TK-Himbeeren entschieden. Erstens, es gab keine frischen. Zweitens, TK ist günstiger, ist also für mein Budget, ich weiß nicht wie für euer Budget, für mein Budget einfach auch besser. Dann haben wir hier Zimt. Hier steht 1,5 Teelöffel Zimt. Das geht gar nicht klar. 1,5 Zimt Teelöffel ist viel zu wenig. Ich habe mehr reingemacht. Ich liebe Zimt, deswegen wird das schon okay sein. Speisestärke, eine Vanilleschote. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um Vanilleschoten zu kaufen. Ein kleiner Trick hier. In Discountern sind die günstiger als in den herkömmlichen Geschäften. Im herkömmlichen Geschäft kostet 6 Euro, im Discounter 2. Ich weiß nicht, ob die Qualität dann schlechter ist. Wiederum, wie gesagt, ich habe kein großes Budget. Und dann noch haben wir hier der Saft von einer halben Zitrone und Rohrzucker hier hinten. Sieht man das? Ach nee, das ist Rohrzucker und das ist Mandelmehl. Aber das kommt alles später. Gehen wir jetzt rüber hier zum Tisch, damit ich euch zeigen kann, wie man überhaupt Rhabarber schält. Weil wie ihr seht, habe ich vieles vorbereitet. Weil ich habe gedacht, ich bin mal so nett und zeige euch, wie man Rhabarber schälen sollte. Genau. Und da können wir damit anfangen. Ich wollte jetzt nachgucken, ob schon irgendwelche Kommentare da sind. Aber ich weiß nicht, ob das hier nicht richtig geladen wird. Ich lade es nochmal. So, Rhabarber. Das Gemüse. Ich wollte eigentlich ein bisschen ein paar Informationen zu Rhabarber googeln. Hatte ich nicht die Zeit, also kann ich das jetzt nicht hier überbrücken. Ihr müsst leiden, ich leide, alle leiden. Ist okay. Rotes Stück Gemüse und das schält man so. Also hier oben schneidet man
die Blätterpartie ab und auch die untere Partie, ich weiß nicht, ob ihr das genau seht, ich glaube, wo die Wurzeln sind, schneide ich auch immer noch ein bisschen weg, weil es dann leichter ist auch zum Schneiden. So, das mache ich auch mit dem zweiten. Ich mache mal jetzt mal hier die Ärmel meines Kleides ein bisschen hoch, so dass das hier nicht rot wird. Und man schält den Rhabarber einfach so, ein Messer, und dann geht man hier so einfach rein und ziehen. Und dann hat man sehr viel Haut. Wichtig ist, dass man es versuchen sollte, ordentlich zu machen, also oder eher gründlich, weil sonst hat man sehr viele dieser faserigen Fadern. Es ist dann sehr fusselig und das wollen wir halt nicht im Kuchen, weil dann ist es nicht ganz so geil. Aber wenn halt die Haut da weg ist oder diese Schale, dann schmeckt es eigentlich ganz gut. Also auch zum Beispiel mag ich auch sehr Rhabarbersirup oder sowas. Ich habe auch erst spät zum Rhabarber gefunden. Ich weiß ja nicht wie ihr, bei mir zu Hause gab es gar keinen Rhabarberkuchen. Und ich hatte mal irgendwo auf irgendeiner Social Media Plattform so einen sehr wunderschönen Kuchen gesehen, Rhabarberkuchen. Vor allem aber war der halt rot und der war dann so schön angelegt, aber ich glaube, die Person hatte dann den nicht geschält. Und das geht aber nur, um halt die schöne Farbe beizubehalten beim richtig jungen, frischen Rhabarber. Und das haben wir aber hier nicht. Also der ist natürlich frisch, aber ich glaube, die Rhabarberzeit, wann fängt sie an? Lass mich lügen, April. Und ist bis Juni, Juli. Und ja, da muss man halt früher kommen, um jungen Rhabarber zu haben. Aber es ist komplett okay. Wir kochen das auch gleich alles ein und machen dann so einen Schlons. Und der kommt dann einfach im Kuchen und dann ist lecker. Hoffentlich. Also das ist mein Plan. Im Notfall müssen die Leute, die ihn essen, so tun, sonst verkrafte ich das emotional vielleicht nicht. Wer weiß! Sonst, ja, weiß nicht, wie ihr eure Quarantäne-Time-Zeit ausprobiert oder macht, weil ich nutze sie dazu, um halt neue Dinge zu kochen oder neue Dinge zu machen oder sehr viel Spiele zu spielen, weil anderes bleibt ja einem nicht. Ein bisschen sollte ich mich vielleicht mehr auf meine Uni konzentrieren, das geht aber nicht wirklich, das geht einfach nicht. Und deswegen mache ich jetzt hier den Livestream für euch, wie ich Rhabarberkuchen backe. Und hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß dabei habt. Ah, danke für die Fakten. Da hat jemand die Fakten in die Kommentare geschrieben. Von Mitte April bis Juni. Mensch, da bin ich aber. Bin ich richtig gut, würde ich sagen. Vielen Dank, Herr Kameramann, für die Kommentare. War ich hier irgendwie auf meinem Tablet? Pesto zu perfektionieren, das ist auch schon, das ist eine Kunst. Ich habe letztens auch, glaube ich, so zum zweiten Mal Pesto gemacht, rotes Pesto. Da ist jetzt wieder auch die Glaubensfrage, rotes oder grünes Pesto? Ich bin eher rotes Pesto, Team Rot. Ich weiß nicht, ob es wie so bei Pokémon ist, ob man dann irgendwie Gangs aufmachen muss, Gangs bei Pokémon, und dann sich duellieren muss mit den Pesto-Pflanzen. Okay, ich erzähle zu viel Schwachsinn, es tut mir leid. Wie ihr mitgekriegt habt, schneide ich jetzt den Rhabarber in so 3 cm Stückchen. Und dann kommt es ans eingemachte Fass schon. Danach holen wir aber auch noch das Mark der Vanilleschote raus. Und im Rezept steht, glaube ich, eine halbe Vanilleschote. Aber was soll der Geiz? Ich habe gesagt, ich nehme die ganze, weil ich jetzt auch nicht morgen Creme Brûlée oder irgendwas kochen werde. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich halten die sich lange. Aber komm, was soll der Geiz? Hier die wunderbare Vanilleschote. Das kleine, schrumpelige, schwarze Ding. Und da schneidet man das auf, so hier in der Mitte. Ich glaube, ihr seht es nicht wirklich, aber ich erzähle es euch jetzt einfach mal. Einmal in der Mitte. Ein bisschen hier langfahren. Ich presse immer die Lippen so doll arg zusammen, wenn ich was schneide. Das mache ich schon als Kind. Es gibt so VHS-Aufnahmen von mir, wie ich irgendwas schneide und da presse ich die Lippen arg zusammen. Tut mir leid.
falls euch das stört. Jetzt habe ich hier richtig viel Vanille unter meinem Fingernagel. Lecker, da lasse ich es jetzt aber auch mal. Und ich versuche es jetzt hier rauszukratzen, weil Vanille, ich weiß nicht, für die Leute, die noch nicht eine Vanilleschote gesehen haben, das ist das Vanillemark. Das schmeckt dann nach Vanille. Richtig schlau, ich weiß. Aber also wenn man zum Beispiel jetzt Vanilleeis oder sowas isst oder Vanillejoghurt und da so nicht so schwarze Krümel drin sind, dann weißt du, dass das aromatisiert wurde. Also keine richtige Vanille oder keine Vanilleschote zumindest enthält. Und wenn du aber so schwarze Bibbel drin siehst, so schlonziges, dann weißt du zumindest, gut, da ist Vanilleschote drin. Ist dann halt hochwertiger, glaube ich. Jetzt wisst ihr auch, wenn ihr in ein Eisgeschäft geht, dass ihr euch beschweren könnt, wenn da steht mit echter Vanilleschote und keine Fusel drin sind. So, ich habe das jetzt hier richtig professionell in den Rhabarber reingeschmiert, weil das kommt eh gleich alles zusammen. Und genau. So, dann gehen wir rüber. Ich nehme das hier, glaube ich, nochmal alles rüber. Mal schauen, ob ich es mit einer Hand mal hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Dann laufe ich mehrmals. Die Küche ist ja Gott sei Dank nicht groß. Ne? So, wartet. Hier ist jetzt unser Vanillemark im Rhabarber. So sieht das aus. Düm, düm. Gut, und wir packen das jetzt hier alles, glaube ich, in den Topf rein. So stand es, glaube ich, im Rezept. Ich gucke gleich nochmal nach. Ich möchte mir nur die Ende vom Vanillemark noch waschen. Es kann laut werden, ich weiß nicht. War laut. Oh, es tut mir leid. Ich habe vorgewarnt, das seid ihr selber schuld hier. Einen Moment, ich laufe mal auf dem Bild, um mir die Hände abzutrocknen. Gut, jetzt bin ich wieder im Bild. Genau, wenn keine Fussel im Vanilleeis drin sind, sofort Entschädigung. Sofort ist Körperverletzung, meiner Meinung nach. Gut. Tut mir leid, ich kann es jetzt hin und her wurschteln, weil ich muss jetzt hier nochmal nachgucken. Jetzt muss ich gerade nachgucken, nicht, dass hier irgendwelche wichtigen Karteninformationen sind, die ich dann frei im Internet verbreite, aber nein. Gut, die Himbeeren waschen. Habe ich gewaschen, ist aber auch TK, ist nicht so wichtig. Schälen, in den Topf packen. Gut, wir packen das alles in den Topf. Puh, was wird jetzt Zitronensaft runtergefallen? So. Das ist ein so übelst großer Eisklumpen. Hopp, rein da mit dir. So kocht man professionell. Ne? So ein bisschen hopp. So, dann kommt da Zitronensaft rein. Dann kommt da Zimt rein. Jede Menge Zimt. Zimt ist immer gut, meiner Meinung nach. Warte. Zimt, hopp, da kann sich keiner jetzt beschweren. Und brauner Zucker. Ja, ist Zucker. Ich muss nochmal sicher gehen. Nicht, dass ich aus Versehen das Mandelmehl genommen habe. Braun Zucker, wie viel brauchen wir dafür? Finde ich gerade nicht. Gehört ihr hier rein überhaupt? Wenn nicht, ist schon zu spät. Vollrohrzucker, 50 Gramm. Wo hatte ich denn die 3 Esslöffel? Wenn nicht, muss ich gleich noch mehr reinmachen. Mal schauen. Wenn es nicht süß ist, packe ich mehr rein. Ist halt so. Woher hatte ich diese Angabe? Wenn man jetzt ganz schnell irgendwelche Dinge vorbereitet. Und das macht mit der Stärke, kommt später. Wir machen jetzt den Herd an. Auf, weiß nicht, 5 oder so. Nicht zu warm. Nicht zu kalt, sonst wird das hier nichts. Wir wollen nicht Ewigkeiten verbringen. Ich muss ja hier irgendwie vorankommen. Jetzt versuche ich das hier ein bisschen umzurühren. Vielleicht hätte ich einen größeren Topf nehmen sollen. Wer hätte es wissen können, dass 1 Kilo Rhabarber und Himbeeren so viel Platz wegnehmen können? Ja, ich könnte es wissen, aber. Ja, das ist halt wie ist, wie es ist, würde ich sagen. So, ich mache, glaube ich, noch ein bisschen, ich mache mal jetzt Turbo hier, Turbo 9, ja, und dann
warten wir, bis das jetzt warm wird. Ja, wie ich schon vorher erwähnt hatte, habe ich schon den Teig vorbereitet, denn im Rezept steht, dass der mindestens 2 Stunden gekühlt werden soll oder über die Nacht hinweg. Das habe ich beides nicht gemacht. Ich habe den 1 Stunde vorher vorbereitet und habe gedacht, mache ich auch Turbo einkühlen. Kühlen, habe ich es in meinen Gefrierer gepackt, wo man eigentlich keine Sachen reinmachen sollte, die nicht gefroren sind, weil der zieht dann ein bisschen Strom. Aber ich habe gedacht, für 1 Stunde wird das schon okay sein. Und hoffentlich wird der Teig dann auch schön kühl sein und dass der dann halt auch, ich glaube, der soll so lange gekühlt werden, damit er auch crunchy wird. Werden wir sehen. Es ist das erste Mal. Im Notfall machen wir dann einfach nochmal Mellibäckt, Rhabarber, Himbeerpalmen. Wir löschen die erste Version einfach. Aber nur ihr wisst jetzt Bescheid. Gut. Es fängt hier an, langsam an zu zischen. Ich hoffe halt wirklich, dass es okay ist, dass sie TK-Himbeeren genommen haben, weil ich glaube, die haben halt auch mehr Feuchtigkeit, ne, durch die Kühlung. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Nicht, dass es dann alles zu wässrig wird. Aber werden wir erst herausfinden. Erst im Nachhinein. Ne? Probieren geht über Studieren. Sagt man im Volksmund. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Was wir hier noch machen müssen. Oh, ich war viel zu voreilig. Ich hätte den Rhabarber vorher selber kochen müssen. Das wird richtig durch sein. Ich habe es richtig gemacht, weil das war gefrorene Himbeeren. Man muss sich auch die Welt irgendwie schönreden, oder? Also. So. Ich könnte jetzt versuchen, die natürlich rauszupacken, aber das wird nichts. Das ist hier schon Rhabarber-Himbeermatsch. So. Genau, jetzt müsste man diese Jeopardy-Song reinpacken. Das dauert jetzt hier ganz bestimmt noch ein bisschen. Das sind die ganzen leeren Schüsselchen. Ja, und sonst hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich guck mal in die Kommentare, das kann ich doch jetzt machen. Ich weiß nicht, ob alle Kommentare auf unserer normalen Webseite sind. Oder, ja. Dann machen wir das. So. Hoppa. Ja, also Slow TV wird es wahrscheinlich geben oder der Kuchen muss ja jetzt, glaube ich, 1 Stunde oder so backen. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Einen Moment. Wo steht denn das hier? 45 Minuten muss der backen. Ich habe jetzt extra den Ofen heute sauber gemacht. Falls wir Slow TV machen wollen oder falls Zuschauer das auch sehen wollen, können wir die Kamera auf den Ofen richten und ihr könnt ihm beim Aufgehen zugucken. Also das ist mein Deal für euch, Slow TV. Mehr kann ich euch nicht geben. Ich habe versucht, ein bisschen Zeit zu cutten. Hier bitte nicht in die Outtakes reinpacken. Wahrscheinlich wird es in die Outtakes gepackt, wenn es welche gibt. So, okay. Ah, okay, den Vollrohrzucker, den ich jetzt genutzt hatte, der war für später und den Vollrohrzucker, den ich jetzt nutzen müsste, habe ich nicht vorbereitet. Also machen wir das nebenbei. Ich wollte das eigentlich vorbereitet haben, damit keine Marken gesehen werden, aber Leute, ihr müsst einfach Augen zumachen und dann seht ihr die nicht. Messen wir jetzt nochmal ein bisschen was ab. So, ich gehe ein bisschen runter, weil sonst brennt mir das hier alles an. Das wollen wir auch wiederum nicht. So. Nochmal für alles. Wir backen Himbeer-Rhabarber-Pie. Und in der Füllung sind Himbeeren und Rhabarber, wer hätte es gedacht,
das Mark einer Vanilleschote, Zimt, Zitrone und später kommt noch Stärke hinzu, damit es ein bisschen griffiger ist, so Gelee-artiger fast. Also nicht wie Gelee, aber Stärke macht es ja dickflüssiger. Genau, und wir wollten jetzt noch ein bisschen Zucker abmessen, weil ich da was verschludert habe. Gut, dann hole ich mal meine Waage raus. Wo ist die denn? Hier. Gut. Oh. So. Sonst habt ihr irgendwelche Fragen, also zum Rhabarber oder anderen Dingen? Ich kann versuchen, sie zu beantworten. So, 50 Gramm kriegen wir hin. Ja, 51 nehme ich gebonkt wieder rein, hier rein. Und zack, fertig ist die Hütte. Also nicht ganz. Wir sind noch auf dem Weg dahin. Aber das kriegen wir schon hin. Es war jetzt aber ungünstig, dass ich den jetzt wieder weggepackt habe, weil den einen Esslöffel brauche ich ja noch später. Aber das wird schon hier alles. So. Lassen wir jetzt noch ein bisschen köcheln. Der Rhabarber ist jetzt nicht wirklich durch. Aber der kommt der dann noch in den Ofen rein und der sollte dann hoffentlich im Ofen fertig sein. Es tut mir leid, ich kann wirklich das Rezept nicht auswendig. Ich hatte eigentlich das vor, aber auch aus zeitlichen Gründen konnte ich das auch nicht machen. Also müsst ihr mir gerade gucken, wie ich hier professionell auf mein Handy gucke. Gut, dann ist das jetzt hier aufgekocht und mit 3 Esslöffeln Wasser, genau, die ich in meinem Wasserhahn habe, extra vorbereitet nur für euch. Hier ist die Stärke und da machen wir die 3 Esslöffel Wasser rein. So, jetzt verrühren wir hier alles schön, dass das hier geschmeidig wird, damit sich halt auch keine Klumpen in unserem Rhabarber-Himbeer-Gemisch entstehen. Das wollen wir nicht, das schmeckt dann eklig. Gut, und drin hier. So. Packen wir es mal an die Seite. Jetzt rühren wir es einmal rum. Zumindest riecht es himbeerig. Also ist das schon mal gut, würde ich sagen. Der aufregende Teil wird eigentlich das mit dem Ausrollen allem und in die Form reinkriegen. Aber schauen wir, wie das wird. Ich weiß halt nicht, ob ich... Ich überlege gerade, ob ich mehr Stärke nutze, weil ich mehr Himbeeren genutzt habe. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also machen wir das jetzt auch nochmal on air, nur für euch. Ich muss jetzt hier ein Schränkchen aufmachen. Ich hoffe, ihr seht noch irgendwas. Genau, also das ist Stärke. Und dann, ich will nicht den nassen Löffel nehmen, also nehme ich einen anderen. Oder wird es jetzt dick? Dickflüssig. Nee, das ist mir noch zu flüssig. Deswegen machen wir jetzt hier noch mal ein bisschen. Also nicht so, hopp. Sollte. Und auch später dann im Beschreibungstext findet ihr das Rezept. Dadurch, dass ich es ja auch online habe, geht das recht schnell dann einzufügen. Genau. Und wir machen jetzt genau dasselbe nochmal. Ein bisschen Wasser hier rein.
um die Stärke zu lösen, damit sich halt keine Klümpchen bilden. Die ist jetzt hier gerade ein bisschen zäh. So. Huch, Randale, dafür bin ich bekannt. Und rein da. Genau. Und dann rühren wir nochmal um. Dann lassen wir es nochmal kochen. Aufkochen ein bisschen. Ist auf 4 Grad. Und hoffen, dass das dann fest wird beim Backen. So, und der Kuchen sieht auch sehr instagrammable aus. Also wenn der gut wird, hoffentlich. Also dafür mache ich den jetzt nicht. Oder doch? Nein. Und da wir werden auch gleich so Zöpfe flechten und es dann oben hinpacken. Und das muss ich jetzt alles nachgucken, wie genau ich das jetzt alles machen muss. So, wir müssen hier das gleich auf dem Tisch ausrollen. Da werde ich ein bisschen Platz machen müssen. Gut. Wir müssen uns dann jetzt beeilen, weil der Teig soll nicht warm werden, steht in der Beschreibung. Ich nehme jetzt hier dieses Gemisch aus Rhabarber und Himbeer weg. Also nicht weg, sondern vom Herd. Hole, huch, hier ist eine kleine Himbeere. Mmh, schön sauer, so wie ich die mag. Mmh. Lecker. So, da habe ich jetzt hier die Form vorbereitet. Brauchen hier so eine Quiche-Apfeltart-Form. Eine durchsichtige Glasform macht's. Und gehen gleich zum Tisch. Aber zuerst hole ich aus dem Kühlschrank jetzt den Teig. Jetzt kommt's. Einen Moment. Puh! Gegen die Kamera. Oh, ich hatte Angst. Der ist jetzt sehr gefroren. Kriegen wir ihn jetzt da raus? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Wenn nicht, machen wir gleich Slow TV und zeigen euch, wie der auftaucht, der Teig. Alles bedacht. Alles. So, ich mache hier ein bisschen Rhabarber. Rhabarber ist ein ganz schlimmes Wort. Ich weiß nicht. Oder ich frage mich immer, wie wird das geschrieben? Wo kommt das H hin? Weil ich finde, es hört sich Rhabarber. Oder, okay. Ganz schlimm. Kameramann leidet gerade hinter der Kamera. Es raschelt, glaube ich, ein bisschen. Wenn nicht, müssen die Kopfhörer ein bisschen die Lautstärke ein bisschen runter machen. Eigentlich wollte ich ja auch Frischhaltefolie nehmen. Habe ich aber auch nicht da. Also. Das ist professionell. Der kleine Trick, wenn Alufolie drin ist, nicht mitessen. Ein kleiner Tipp, Pro-Tipp. Manche denken, oh, it's crunchy. Macht's nicht. So. Der Teig ist sehr kalt. So wie er sein sollte. Also wir schälen ihn jetzt professionell aus dem Alu aus. Na komm, hopp. Um ihn dann zu bearbeiten. Hier ist noch ein bisschen. Nur ein bisschen, das kriegen wir noch ab. Aber ich merke, er ist weich. Ich kann den noch kneten. Genau. Gut, die Fläche hatte ich sauber gemacht. Ich kann es aber nochmal machen. Packen wir mal zuerst hier den Klumpen dahin, schnell sauber machen. Der Kameramann, kannst du mir gleich noch einen Lappen geben, damit ich es wieder trocken wischen kann? Alle hopp! Doch nicht? Okay, wäre nur schief gegangen wahrscheinlich. So. Das ist meine wunderbare Ostertischdecke. Ich habe sie trotzdem da.
können nichts dagegen machen. Selber schuld. So, in der Zwischenzeit mache ich den Ofen auf 200 Grad, damit er vorheizen kann. Hopp und hopp. Und noch Mehl. Entschuldigung, lieber Kameramann, dass ich... Kriegst du mich jetzt ein Bild oder nicht? Aber darum geht es ja nicht. Jetzt haben wir noch einen Löffel. Um die Fläche, die wir jetzt hier machen, zu bemehlen. Gut. Mehl. Muss ein bisschen mehr rauf. Noch mehr, Mehl. Gut. Nochmal nachgucken, ob ich alles richtig bis jetzt mache. Nicht, dass wir was ganz anderes dann haben anstatt einen Kuchen. Das wollen wir nicht. Okay, ich soll ihn kurz durchkneten und dann kreisförmig. Die macht es mit mir! Oh Mann! Ich soll ihn nicht in, also nicht in den Kühler packen. Ist ein bisschen wie Mythbusters, wisst ihr? Wir probieren Dinge aus. Ja, also ich versuche. Was mache ich hier? Also ich kann den jetzt nicht so schnell bearbeiten, weil wie ihr seht, kann ich ihn nicht kneten. Okay, machen wir mal. Der Tisch ist nicht der stabilste, also wenn es durchkracht, einfach ignorieren, ja? Das sollte so sein. Okay, let's go, kneten. Jetzt müsst ihr euch sowas wie Eye of a Tiger oder sowas vorstellen. Das ist hier sehr Motivation. So. Oh, hoffentlich ist er nicht zu trocken. Er ist sehr porös. Der Kuchen, der wird, Leute. Ich fühle es. Das muss. Das wird schon. Das ist ein bisschen Verzweiflung gerade. Ich versuche mir gerade selber zu... einzureden. Rocky, ja genau. Vegetarische Version. Achso, ja, stimmt. Ich muss kurz nachdenken. Hä? Aber ja. Ich muss gestehen, ich habe Rocky nie gesehen. Ich kenne aber nur die wichtigsten Szenen. Außer die, letztens haben wir drüber geredet und ich glaube, wenn er kämpft, dann schreit er den Namen seiner Frau. Ich weiß nicht, wie die Joanne oder irgendwas. Kann ja mal jemand... Nein! Der hat jetzt Old Magic reingeschrieben. No! Okay. So. Langsam wird sie, also zumindest kann man ihn langsam kneten. Parikas gefällt das. Wer hätte das gedacht? So. Ich glaube, wir kommen langsam. Langsam kommen wir, aber stetig dran, dass man ihn ausrollen kann. Zumindest kann man ihn schon kneten. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was man alles nicht machen sollte. Deswegen backen wir hier überhaupt. Dass ich euch zeige, was man alles nicht macht. Ich hoffe, dass das jetzt gut ist. Und ich glaube, die andere Hälfte brauchen wir für die Zöpfe. Ich nehme jetzt hier einfach das Messer und schneide das hier ab. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt schon zu warm geworden ist, aber irgendwann können wir es nicht. Ist so. Der ist hier noch ganz kalt. Ach, wird, Leute. Es wird, komm. Ich bin dafür bekannt, positiv zu bleiben, ja. Also ich bin die Positivität in Person, ja. Mit einem ruhigen Kopf schafft man alles. Es wird. Ist es bei euch eigentlich auch so warm? Bei mir wird gerade hier sehr heiß. Nein, okay, ich glaube, im Sitzen kann man nichts ausrollen. Bei euch so? Okay.
Bevor ich versuche, das jetzt noch ein bisschen zu kneten. Warum nimmst du mir meine Sachen weg? Body Jesus muss hier bleiben. Oh yes. Sonst verliere ich meinen Glauben. Patrick, oh Mann. Das ist mein bester Kumpel, Buddy Jesus. Um ehrlich zu sein, ich nehme den auch immer zu Klausuren mit, aber nie hat jemand auf ihn reagiert. Traurig aber wahr. Ich packe jetzt nochmal den Teig für die Zöpfchen in den Kühlschrank. Huch, hallo. Damit der nicht ganz warm wird. Das hier alles ein bisschen länger dauert, als es dauern sollte, glaube ich. Jesus! Ja, nein, es ist Buddy Jesus. Es ist aus dem Film von Kevin Smith, Dogma. Kann ich nur empfehlen. Viele gute Schauspieler dabei. Sehr, sehr lustig. Ah, den Film würde ich jedem empfehlen, der sein Filmwissen ein bisschen aufbessern möchte. Oh nein, jetzt habe ich es gerissen. So, ich roll das jetzt hier leider aus. Die Geräusche sind wunderbar, oder? Nur für euch ein Hörsturz gratis. Ich weiß halt nicht, ob die eingefettet werden müsste. Eigentlich schon, ne? Muss ich nochmal nachgucken. Also vielleicht fette ich sie sicherheitshalb einfach ein. Würde ich fast schon sagen. Boah, es tut mir so leid. Nächstes Mal benutze ich WD-40. Das ist keine Werbung hier für WD-40. Langsam wird das hier. Langsam. Langsam, aber stetig. Mit dreckigen Händen ans Handy. Immer gut. So. Es steht hier nicht, dass sie eingefettet werden soll. Ich fette sie aber trotzdem ein. Fette ich sie ein? Ich fette sie ein. Komm. Ich habe Angst, dass der Kuchen nicht rauskommt. So. Oh. Ich sollte nicht immer alleine entscheiden, was ich alles mache. Und vielleicht mal auf Rezepte hören. Vielleicht auch nicht. So, also fetten wir jetzt hier ganz schnell die Form ein. So, ich habe einfach normale Butter genommen. Man kann auch ganz bestimmt Margarine nehmen. Wenn es nicht klappt, wissen wir das jetzt auch, dass man es nicht machen sollte. Win-win für alle, oder? Also, hopp, bisschen den Rand noch. So, hopp. Gut. Hände waschen. Jetzt nicht so ausgiebig, wie man waschen, also gegen Corona waschen sollte, aber dass sie nicht fertig sind. Keine Sorge, meine Hände sind gewaschen. Also richtig. So, was es gibt? Es gibt heute Himbeer-Rhabarber-Pie. Also ein Obst-Gemüse-Kuchen-Pie. Und
Und ja, ich habe gerade ein bisschen mit dem Teig gekämpft. Aber vielleicht kommt es in den Ofen und dann ist der da 45 Minuten und danach können wir ihn nochmal genau gemeinsam uns angucken. Also entweder guckt ihr 45 Minuten, wie der Kuchen backt, oder ihr kommt dann in 45 Minuten zurück. Alles eure Entscheidung. Jetzt versuchen wir aber, könnt ihr mir mal zugucken, dass diesen Teig da reinzukriegen. Ich hoffe, der passt da rein. Ich weiß es nicht. Kann nur schief gehen, oder? So. Ja, göttlich, ne? Würde ich schon fast sagen. So, und das Rezept kommt auch später dann, wenn wir es wieder hochladen, in den Beschreibungstext für die, die das danach kochen wollen. Ich mache gerade auch mit Absicht ein paar Fehler. Nein, also ich habe auch ein bisschen das Rezept abgeändert und hoffentlich wird das trotzdem was. Wir schneiden jetzt ein bisschen den überschüssigen Teig ab. So. Genau. Hier können wir ja eh gleich nochmal verwenden, weil wir noch wunderschöne Instagrammable Foodblogger Zöpfe machen. Also zumindest ist das meine Hoffnung, dass ich das so hinkriege. Auch wenn ich keine Foodbloggerin bin, soll es ja hübsch aussehen. Und dann packen wir den Teig, der übersteht, so ein bisschen hoch. Sieht hübsch aus. Du bleibst hier für Slow TV. Vielen Dank. Dazu ist es ja gedacht, für Leute, die ein bisschen vielleicht auch entspannen wollen, zugucken wollen. Als Kind habe ich es geliebt, dem Kuchen beim Aufbacken zu gucken. Genau, für die, die es nicht ist, natürlich müsste es auch. Es gibt genügend Sachen im Internet, die man sich angucken kann. Genau, dann geht dahin, guckt euch das dann weiter da an und kommt in 45 Minuten zurück zu uns. So. Ich hoffe, ich mache das hier alles richtig. Ich weiß nicht, hier fehlt mir noch ein bisschen. Faken wir es ein bisschen. So. Genau. Soll ja auch. Soll gut aussehen. Das Auge isst bekanntlich mit. Deswegen mache ich das jetzt hier auch so noch ein bisschen. Ich glaube, jetzt müssen wir dann noch das Mandelmehl drüber streuen über den Teig. Ja, genau. So, da schwuppdiwupps gehe ich wieder hier rüber und habe das Mandelmehl. Der Boden wollte auch ein bisschen was. Und es wurde extra gestaubsaugt davor, ja? Naja. Kann man es einfach wieder sauber machen. Punkt. Macht jetzt keinen Sinn, sich wieder aufzuregen. Komm, machen wir hier noch ein bisschen. Es tut mir leid, aber das stört mich. Gut. Ich habe hier eigentlich 2 Esslöffel Mandelmehl. Im Rezept steht 1. Anarchie, würde ich sagen. Ich benutze mehr. Mal gucken. Soll halt schön bedeckend sein. Soll ja auch irgendwie nach Mandeln schmecken. So. Also, wer bin ich, dass ich mich an Rezept halte hier, ja? Ach komm, was soll der Geiz? Dazu ist es da. Jetzt haben wir es hier rauf. Das Rhabarber-Himbeergemisch haben wir vorhin, für die, die jetzt erst später eingeschaltet haben. Wir haben 1 Kilo Rhabarber. 500 Gramm Himbeeren, also auch 200 Gramm mehr als im Rezept. Und Zitrone, Mark einer Vanilleschote. Zimt, also für mich gibt es da keine Regung, ich mache sehr viel Zimt rein. Ihr könnt natürlich auch nur 1 Teelöffel reinmachen. Und hatte ich gesagt, 1 Kilo Rhabarber und Himbeeren, ja, hatte ich gesagt. Das hat sich jetzt hoffentlich ein bisschen abgekühlt. Der Ofen ist jetzt schon am Vorheizen. Ja, wenn nicht, bringe ich den Teig hier hin, weil das ist hier höher. Und dann machen wir das Schlonzige rein. Und nehmt es mir nicht böse, also Schlonz meine ich immer, wenn was gut ist. Also. So.
jetzt drauf. Okay, es ist Gott sei Dank nicht rausgequollen. So. Und jetzt machen wir noch die wunderbaren Zöpfe. Also müssen wir wieder den Teig. Yay, es ist wieder soweit. Wir müssen den Teig gleich wieder nochmal ausräumen, zumindest den Rest. So, also ich finde, das sieht ja jetzt schon gut aus, ne? Würde ich ja jetzt, also natürlich muss es noch gebacken werden. Vorsicht, ich gehe jetzt hier an den Kühlschrank. So, aber soweit so gut, würde ich sagen. Ne? So, dieselbe Prozedur nochmal. Kneten wir den Teig nochmal. Yay! Schlons ist super. Würde ich auch sagen, professionell aus meiner Alufolie. Das ist auch gleichzeitig ASMR. Ich höre besser damit auf, tut mir leid. Also ihr habt so viele Ebenen hier bei diesem Kochstream, so viele Ebenen. Mythbusters, ja? Mythbusters, glaube ich, heißen die. Dann, Slow TV, ASMR, was wollt ihr noch mehr, Leute, ja? Ich kann euch gleich noch eine Katze ins Video halten, dann habt ihr das Vollprogramm. So, aber die Katze kommt nicht in den Kuchen rein, nur so. Gut. Okay, warte, kneten wir den Rest hier nochmal rein. Gut. Knete, knete, knete. Und hinpacken. Achso, für alle die nicht dabei waren, beim Ausrollen kommen quietschige Geräusche von meinem Nudelbrett. Nudelholz. So heißt das Ding. Also vielleicht, wenn ihr Kopfhörer anhabt, aufhabt. Oh ja, da habe ich nicht mitgedacht. Entschuldigung. Also wenn ihr Kopfhörer drauf habt, leiser machen. Sonst könnte es wehtun. Das hört sich sehr leidend an. Ich weiß gar nicht, wie viele Zöpfe ich jetzt mache. Also, wie viele rauskommen. Aber für einen Zopf brauchen wir jeweils drei, ne? Also. Schneiden wir mal die anderen das hier ein bisschen ab. So, im Notfall machen wir vielleicht noch einen Mini-Zopf. Irgendwas denken wir uns vielleicht noch aus. So, schneide ich das hier noch ab? Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Egal. Eins. Na komm. Zwei. Drei. Also haben wir einen Zopf. Wie viele Zöpfe wären es wohl? So, wir haben den zweiten, ersten, also den zweiten Strang für den zweiten Zopf. Schon. Ich setze ihn mal hin. Das geht vielleicht leichter. Kneift ihr auch immer eure Lippen zu, wenn ihr irgendwas schneidet? Das passiert mir jedes Mal an. Ich denke gerade so, Melanie, mach das nicht. Mach das nicht, das ist im Internet. Es tut mir leid. Tut mir leid, Leute. So. Okay, wir haben jetzt schon drei, vielleicht schaffen wir hier noch einen vierten raus, ganz bestimmt, hoffentlich. So. Das wird irgendwie.
So, und jetzt flechten wir. Ich kann das, glaube ich, nicht erklären. Also alle, die nicht flechten können, guckt euch ein Tutorial an. Ich kann es versuchen nochmal. Also fürs Flechten braucht man 3 Schnüre oder Teigsachen. Wir nutzen ja jetzt hier gerade Teig. Dann patschen wir das hier alles zusammen und machen eins, legen wir hier rüber. So. Ich weiß nicht, vielleicht drehen wir das noch ein bisschen, sieht das hübscher aus? Ich weiß es nicht. Kameramann macht komische Gesichter hinter der Kamera. Hauptsache es schmeckt, ja, das ist das Wichtigste. Oh, jetzt habe ich mich gerade... Vielleicht kann ich selber nicht flechten, muss mir noch ein Tutorial angucken. So, es geht. Der geht hier rüber. Dann geht der rüber. Dann geht der rüber. Mhm. Es kann nur schief gehen. Also wickeln solltet ihr es nicht, weil dann sieht es nicht gut aus. Siehst du, habe ich wieder was für euch getestet. Gratis. So, ein Zopf haben wir. Der sieht nicht so hübsch aus. Hätte ich euch gelogen, dass das ein Instagrammerl-Kuchen wird. Müsst ihr emotional damit zurechtkommen, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben. So. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Was mache ich hier? Was mache ich? Ich verwirre mich ganz selbst selber gerade, deswegen. Fuck. Irgendwie wird das schon hier. Also, geht euch bitte auf einem anderen Channel angucken, wie man flechtet, weil ich krieg's, wie es aussieht, gerade so mal hin. Ich hoffe, ihr seht es überhaupt. So, man sollte sich hier beeilen, also stand extra ins Rezept, damit der noch recht kalt ist. Ich tue mein Bestes. So, jetzt aber hier. Flechten. Ja. Los geht's. Hier, ich patsche das hier immer so zusammen. Das ganz außen kommt in die Mitte. Das von links außen... Bei euch rechts kommt jetzt in die Mitte. Das von ganz rechts kommt jetzt wieder in die Mitte. Ja, gut doch. So. Hübsch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau. So, und der dritte Zopf ist fertig. Hier haben wir noch einen. Ich mache den ein bisschen länger oder ich mache ihn kaputt. Ist alles möglich. Ich überrasche euch. Das ist so hier. So, für alle, die den ISAF nicht kennen, wir sind ein Studierendenverein. Aus Ilmenau und wir nutzen gerade die Quarantäne und streamen unterschiedliche Dinge. Ich streame meine Katze und wie ich backe oder koche. Es gibt aber auch Leute, die Dinge spielen. Sowas wie LOL, glaube ich. Dota. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich bin die typische Sims-Spielerin. Die habe ich auch gestreamt. Und Magic the Gathering. Genau, also habt ihr eine große Vielfalt an Dingen, die ihr euch hier angucken könnt und wir machen es ehrenamtlich und es macht das Spaß und ja, jetzt kleine Werbung nebenbei, aber wenn nicht, könnt ihr auch einfach nur beim Kochen zugucken, das ist komplett okay. Okay, wir haben hier wunderhübsche Zöpfe, wunderhübsch, ja, vielleicht mache ich hier noch aus dem hier was. Ich will jetzt nicht Teig verschwenden, deswegen machen wir hier, glaube ich, noch ein winzigen Zopf und hoffentlich wird
wird der Kuchen dann was. Der Ofen brummt schon und sagt, also er sagt nicht, aber er möchte, dass der Kuchen jetzt reingeschoben wird. Das können wir auch gleich machen. So, jetzt haben wir hier noch einen winzigen Zopf. Mal gucken, wo wir den hinlegen. Hübsch! Und jetzt versuche ich, die Zöpfe einzeln drüber zu bringen. Ich glaube, ich kriege die nicht gleichzeitig. Außer ich nehme ein Brettchen. Einen Moment, ich nehme ein Brettchen. So. Gut. Dann seht ihr auch die Zöpfe nochmal. Hübsch ist anders, ne? Aber es ist okay. Das versuche ich mir zu sagen. Es ist okay. Zöpfe. Und los geht's. Ist es hier noch warm? Nein. Und jetzt dekorieren wir den irgendwie hier auf. Hübsch. So. Ich will keinen Teig verschwenden, deswegen. Mach das anders als ich, weiß nicht. Aber. So. Machen sollen. Egal. Wir machen Kunst. Ja? Wer soll mich drauf an? Wer soll mich aufhalten? Wer? Niemand. Und hier noch der kleine Zopf. Und fertig ist unser Zopfgebilde. So. Jetzt hole ich noch mal schnell wieder mein Mobiltelefon zur Hand. Weil ich glaube, ich muss jetzt dieses Ei aufschlagen und diese Milch zusammen verrühren. Gucke ich nochmal genau hin. Und Vollrohrzucker brauche ich, den ich schon verwendet hatte. Also hole ich den nochmal raus. Mhm. Gut, dann. So wie ich es gesagt habe, nehmen wir das Eigelb. Eines Eis, trenn das Ei. Ach nee, ich hatte hier was vorbereitet. So. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, deswegen hatte ich es noch nicht aufgeschlagen. Ich hoffe, das ist für euch, ist das in eurem Sinne. Packe es hier rein. Huch, Randale bei mir in der Küche und Dreck. Und dann verrühren wir das mit einem Löffel. Ich wollte gucken, ob der sauber ist. Das weiß man manchmal hier nicht. Das Fäschchen umrühren. Bisschen Dreck machen, das gehört zum Backen dazu. Wenn es nicht dreckig ist, habt ihr nicht gebacken, bin ich der Meinung. Ja. Könnt meine Meinung ändern, werde ich aber nicht. Punkt. So, wir haben jetzt hier so ein, das sind 2 Esslöffel Milch und ein Eigelb. Und genau, das kommt jetzt hier noch auf den Teig drauf. Das machen wir, das wird es halt goldener machen und auch knuspriger und hübscher. Und deswegen machen wir das hier rauf. Und dann kommt endlich der Kuchen gleich in sein warmes Bettchen rein, in die Sauna. Hier auch die Ränder, also auch an der Seite, dort wo kein, keine Füllung ist. So, und dann verstreuen wir auch noch gleich darauf braunen Zucker, den ich noch gleich rausholen muss. Aber alles nacheinander, hier nicht in Panik verfallen. Also der Kuchen riecht schon mal gut, also zumindest riecht er sehr doll nach Himbeere. So sollte das sein. Dann habt ihr theoretisch oder haben wir hier leckeren Nachmittagskuchen, auf den ich mich freue. Vielleicht nachträglich zum Weltmännertag. Warum nicht? Warum nicht? Für alle Männer, die vorbeikommen, gibt es Rhabarberkuchen. Ich sage euch nicht die Adresse. So.
bisschen kommen. Was soll der Geiz? Ich weiß auch nicht. Was soll's? Hopp, hier rauf. Stellen wir den Dreck zur Seite. Ich mache mir mal kurz die Hände sauber, weil ich sehr umwandert habe. So. Wischen wir hier noch ein bisschen den Dreck weg. Hopp. Und produzieren nicht noch mehr Dreck, hoffentlich. Gut, jetzt kommt noch der Zucker nochmal ans Spiel. Ins Spiel. So, jetzt nehmen wir uns einen Esslöffel. Keine Gabel, das ist unpraktisch. Da sind Löcher drin. Also. Und nehmen ein bisschen braunen Zucker und streuen es über die Zöpfe ein bisschen. Zucker, Zucker, Zucker hier rauf. Schon. Ja, jetzt auf den einen ist richtig viel gefallen. So soll das sein. So. Los geht's. Okay, gut. Wir sind endlich soweit. Der Kuchen kann in sein warmes Grab oder Sauna. Ich glaube, Grab ist nicht so positiv. Das sollte man nicht so sagen. Sagen wir Sauna. Sauna hört sich nett an. Und da bleibt er jetzt, glaube ich, 45 Minuten bei, lass mich lügen, 200 oder 180 Grad. 180. Wir haben den Ofen mit 200 vorgeheizt und drehen ihn jetzt auf 180 runter. Dort bleibt er 45 Minuten lang drin. Entweder könnt ihr ihm beim Backen gleich zugucken oder nicht. Und wir sehen uns in 45 Minuten hoffentlich wieder. Bis dahin. Guten Appetit. Bis gleich. Willkommen zurück hier in meiner Küche. Wir haben... beachtet das nicht. Wir haben jetzt 45 Minuten lang den Kuchen gebacken. Das konntet ihr ja beobachten. Für die, die nicht wissen, was wir gebacken haben. Wir haben Rhabarber-Himbeerpie gebacken. Und mal schauen, ob das was geworden ist. Mal gucken, ob ich ihn jetzt anschneiden werde. Aber wir werden ihn jetzt zuerst rausholen und dann mit Puderzucker dekorieren. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gebacken, aber es sieht aus dieser Perspektive schon sehr gut aus. Ich hoffe, ich kriege den hier raus. Der ist ja riesig. Sagte sie abends. Den Witz musste ich machen. So. Das mal hier. So. Das sieht aber gut aus. Also gerade perfekt geworden. So, und dann machen wir noch ein bisschen Deko drauf. Nämlich hier habe ich vorbereitet ein bisschen Puderzucker. Streuen wir ein bisschen Puderzucker noch drauf. Und fertig ist der Himbeerpie für den Nachmittagskaffee, würde ich sagen. So, vielleicht könnt ihr ihn jetzt noch genießen mit den Augen, bevor ich ihn anschneide. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch ein Foto machen sollte. Da bräuchte ich ein Handy, das ich gerade nicht habe. Deswegen warten wir kurz noch. Ja, ich würde jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und jeder, der nicht Rhabarber mag, es ist ja ein Rhabarber-Himbeerkuchen. Da kann man mehr Himbeer reinmachen. Also falls man es ausprobieren möchte, dann kann man sich ja zuerst irgendwie mit so einem Mischkuchen rantasten. Falls nicht, macht keinen Rhabarberkuchen einfach. Diese Weisheit gebe ich euch mit. Jetzt mache ich noch ein Foto, versuche ein schönes zu machen. Für ein Thumbnail oder so. Genau. Und eigentlich sollte der jetzt abkühlen und dann sollten wir den genießen. Aber ich würde sagen, wir versuchen den jetzt anzuschneiden. Nicht, dass er dann auseinanderfällt, aber das wird schon. Es ist vier, der Nachmittagskaffee muss jetzt aufgesetzt werden. Hier. So, wie machen wir das? Das
muss ja hier auch irgendwie aussehen, oder? Ich hoffe, die Qualität von meinem Handy ist gut genug. Licht. So. Ich könnte mir dabei zugucken, wie ich versuche, ein schönes Foto zu machen. So. Gut. Nice. Versuchen wir es. Ich habe ein bisschen Angst. Aber den Mutigen gehört die Welt, oder? Deswegen nehmen wir noch ein scharfes Messer. Vorsicht, der ist ja noch heiß. Ich sehe schon, ich werde den 100 Pro gleich antatschen und dann was passiert. Der wird definitiv auseinanderlaufen, sehe ich jetzt schon. Aber was soll's, er soll ja schmecken. So. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich ihn anschneiden soll, weil durch diese wunderschönen Zöpfe ist das jetzt aber auch ein bisschen problematisch. Okay. Oh, der ist sehr flüssig. Oh Gott. Ich glaube, auf dem Teller wird er nicht mehr so hübsch aussehen. Also bitte merkt euch, wie er gerade noch aussah, weil ich glaube, das wird jetzt ein großer Flatschen. Aber heiß. Hier ist der ganze Rest mit dem Boden drin geblieben. Lassen wir es aber so, weil so sieht es noch hübsch aus. Dann probiere ich den und den Rest packe ich mir gleich auf den Teller, wenn ihr nicht mehr dabei seid. Genau, nehmen wir hier einfach den Löffel. Hier, Rhabarber-Himbeer-Zopf-Pie. Und jetzt versuchen wir hier ein bisschen was von den Zöpfen abzukriegen. Und vom Pie, ich hoffe, der ist süß genug, weil die Himbeeren waren recht sauer. So. Warten wir noch kurz, nicht, dass die Mund dann mehr verbrenne. Aber ich freue mich schon sehr auf den Kuchen und auf Kaffee. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Auch würde ich allen Leuten, die im Hintergrund agieren, nochmal ein großes Dankeschön sagen an Patrick, mein Kameramann. Ich glaube, Timo, der die Kommentare managt, auch Michi. Ich weiß nicht, ob Nass diesmal, aber auch Nass. Man kann ja nie genügend Danke sagen, bin ich der Meinung. Danke an all die und danke an die, die sich das angetan haben hier. Und jetzt versuche ich den jetzt mal zu essen. Mal schauen, wie es wird. Habe ich gut gemacht. Dann soll ich ja nicht selber rum, aber der ist schon klasse, ne? Gut, das war eigentlich so das Endwort. Ich werde jetzt den Kuchen genießen, mache mir noch einen Kaffee. In den Kommentaren. Ich meine, in der Beschreibung findet ihr das Rezept. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis zum Sim-Stream. Ihr könnt jeden Tag fast eigentlich immer einen anderen Stream euch angucken bei uns hier beim iStuff. Also jeder kriegt das mit. Also es gibt nicht nur Simstream, sondern auch LOL, Dota. Es gab irgendwie so eine Werwolf-Sache. Es tut mir leid, wenn ich den Namen nicht zusammenkriege. Wenn, abonniert uns und findet selber raus. Komm, ihr seid erwachsen. Hoffentlich. Bis dann. Guten Appetit.